Anke, warum tragen diese Männer meine Möbel, meine Kleidung und die Nasenflötensammlung aus unserer Wohnung? Draußen steht ein Umzugswagen. So professionell wurde ich noch nie entfernt. Und da brennt ein kleines Feuer. Wie schnell doch Fotos brennen, da hab ich wieder was gelernt. Ich bekomme ein nervöses Zucken, Anke. Dieses Plate ist aus Schurwolle eines Merion-Schafs gewebt. Daher sehe ich es nicht so gerne, wenn dieser Umzugshelfer darin Abfall nach draußen trägt. Hast du dir das gut überlegt? So gut, so gut, so gut überlegt. Ich bin dein Mann, zumindest glaub ich daran. Ich bin dein Mann. Ja, dann fass jetzt halt mit an, der Kachelofen räumt sich nicht von allein runter. Aber der war mein Geburtstagsgeschenk für dich. Anke! Anne? Anne! Wenn du jetzt einen neuen Typen hast, heißt das, ja, wir sind nicht mehr so richtig zusammen, oder? Ich kann die Neuigkeit nicht glauben. Du hast einen anderen, ich schließ die Augen. Ich dachte, wir wären wie zwei Tauben, die sich für immer miteinander verschrauben. Wie lang sing ich dieses Lied? Wie lang? Anne, sehr lang, Anne. Drei Stündchen sind doch nicht lange. Anne, komm weg, Anne. Ich sing für dich lange. Oh, Seite gerissen. Und mir reißt hier gleich der Faden. Sie haben nicht zufällig eine G-Seite? Im Haushalt? G-Seite? G-Seite? Ich hab ne Geh-Weg-Seite für dich! Versteh ich nicht. Carmen, du kannst mich doch nicht bei diesen Temperaturen mit Oberkörper frei vor die Tür setzen. Meine Freundin ist witzig, sie macht einen Witz und du kriegst dich nicht mehr ein, bis du verschwitzt bist, rote Flecken im Gesicht kriegst. Oh, 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 oh. Carmen! Carmen, Carmen, gib mir mein Shirt, ich friere wie ein Hund, komm, wirf es zu mir, du musst nicht mal zielen, denn ich steh vor deiner Tür, kann es sein, dass du nicht weißt, wie ein Kalender funktioniert? In Monaten mit einem R sollte man nicht ohne Kleidung das Haus verlassen. Oh, Brötchen, hör mal auf, mit der Zähne zu klappern, Alter. Können Sie mir da eventuell helfen? Meine Songs werden ihren Biss nie verlieren. Christiane, du machst heute mit mir Schluss. Das ist echt das schlechteste Geburtstagsgeschenk aller Zeiten. Ich hoffe, du bist glücklich jetzt. Du bist ohne Schmerzen und ich verletzt. Ich frag mich, was du gerade machst. Ob du an mich denkst und dabei lachst, ich feier mein Geburtstagsfest. Geburtstag ist Beziehungstest. Ich hoffe, du bist glücklich jetzt. Christiane, nur weil's dir gut geht, heißt es nicht, du darfst so herzlos sein. Christiane, nur weil's dir so gut geht, was soll's, ich lad dich trotzdem ein. Hey! Oh my God, what have you done to my song? Hä, Christiane? Dani, ich hab deine Wohnung gefunden. War ja nicht so schwer, da du auf 4 deiner 12 Social Media Plattformen deine Adresse hinterlassen hast. Danke. Oh, ich flehe. Darf ich reinkommen? Denn ich steh schon unter deinem Balkon. Du bist mein Ozean.
in dem ich untergehen will. So schön wie ein Urlaubsfoto, zum Beispiel das aus dem April. Du hast es gepostet und ich als Erster geliked. Ich folge. Ich folge dir auf Insta, Baby. Ich folge dir auf Facebook und Twitter. Folge dir sogar auf MySpace, Dani. Und ich folge dir auch auf der Straße. Von der Arbeit bis nach Hause. Das ist richtig oldschool, Baby. Und rechtlich eine Grauzone. Was? Du folgst mir einer Frau? Ich bin nur ein Sternsinger. Pass auf, ich komm dir gleich da runter und dann siehst du ein paar Sterne. Ah, nicht nötig. Nicht nötig. Ich muss ja eh schon. Oh, so spät schon. Oh. Daria, einige anatomische Fachbegriffe deines Schlussmachmonologs musste ich googeln, um ihre bösartige Bedeutung zu entschlüsseln. Pfui. Trotzdem kann ich meine Liebe zu dir nicht einfach ausknipsen. Ein Lied zur Lage. Du sagst, ich hätte so ein Gesicht, das nach einer Backpfeife schreit, das man schüttelt und durch Anbrüllen von dem dummen Lächeln befreit. Daria, das ist klar, du willst, dass ich zerbrech, löscht sogar meinen Namen, deine Abscheu ist echt. Kann's kaum glauben, wir waren fast eine Woche liiert. Jetzt würdest du mir erst öffnen, wenn die Hölle gefriert. Ist wohl zu viel verlangt, dass du mal was Nettes formulierst. Legst mir nah, dass ich jetzt mit mir selbst kopulier. Mit mir selbst, mit mir selbst, mit mir selbst kopulier. Mit mir selbst, mit mir selbst, mit mir selbst kopulier. Mit mir selbst, mit mir selbst, mit mir selbst. Daria? Sag mal, du dummes Arschloch, weißt du eigentlich, wie spät es ist? 3 Uhr nachts, Mann, ich muss morgen früh um 7 aufstehen, es kotzt mich an. Mach den Scheiß zu Hause bei dir unter der Bettdecke. Also komme ich zum Frühstück wieder? Hm? Denise, ich habe über die Nullerjahre nachgedacht. Als du und ich und mit ein paar Jahren Abstand wollte ich mich mal wieder melden. Mit einem Lied. Wir verschwendeten unsere Zeit mit Tetrapack Weißwein und F6 Light. Wir verschwendeten unsere Zeit mit der Glorifizierung der Vergangenheit. Man kann das so sehen. Wir waren die Berliner Bohemen. Aber um ehrlich zu sein, die Motivation meiner Intonation war stets Kopulation für meine Reputation. Oder ich half bei der Dekoration deiner neuen Lokation bis zur Transpiration und später Intubation. Ich weiß, diese Evokation einer solchen Assoziation führt zur Detonation von Kon und Denotation. Du fragst nach meiner Medikation, ich sag nur ein kleines Bier und Liebe. Und bei dem kleinen Bier bin ich mir sicher. Doreen? Siehst du, ich kann eine Nacht auf einem Bauernhof überleben, unter freiem Himmel, weil du mich nicht reingelassen hast. Hier ein Song, den ich geschrieben habe in der Nacht. Ich hab versucht, dir alles zu geben. Als Dank bekam ich ein einsames Leben. Ich hab vor deinem Haus geschlafen, in einer Herde von 100 Schafen. In einer Herde von 100 Schafen. Sie wurden meine Familie. Wir wandern aus nach Brasilien, nach Kenia und auf die Faroe. Ich weiß nicht mehr, wo ich hingehöre. Oh, ich weiß nicht mehr, wo ich hingehöre. Außer ich gehöre zu dir. Du gehörst zu mir. Oh, Doreen. Ich gehöre zu dir. Du gehörst zu mir. Oh, Doreen. Lass deine Hände von meiner Schafe! Das sind ihre Schafe? Nein, Schafe! Elsa? Ja, es war nur eine Karaoke-Party, doch ich denke trotzdem, dass wir das Zeug dazu haben, gemeinsam auf Tour zu gehen. Meine Stimme und deine, gute Laune. Den ersten Song habe ich schon geschrieben.
Ich versuche nur ich selbst zu sein. Ich lade mich zu dir nach Hause ein. Ich kenn ein Mädchen, das heißt Elsa, steht total auf Alka-Seltzer. Sie mischt halb und halb mit Seltzer, fühlt sich danach wie ein Wälster. Ich hatte Bier und Wein. Komm, wir finden raus, wie gut wir beide nüchtern klingen. Lass uns das Repertoire der letzten Nacht noch einmal singen. Ich habe einen Freund, der sagt, wir waren stark. Wir sangen I Got You, Babe, in der Karaoke-Bar. Wir waren wie Sunny und Cher, wie Prinz Ital Joe und Marky Mark. Wir können's wirklich schaffen, bis nach oben schaffen. Bis nach oben schaffen. Nee, sorry, du schaffst es sicherlich nicht bis nach ganz oben. Entschuldigung? Da singt meine Katze besser und die hat eine Kehlkopfentzündung. Tenor oder Mezzosopran? Emilia, ich dachte, wir streiten uns erst im Urlaub und nicht schon bei der Wahl des Reiseziels. Ich bin aber bereit einzulenken mit einem Lied. Oh, das Quecksilber schießt bis zum Anschlag hoch. Klar, dir reichen nicht die 40 Grad im Schatten Brandenburgs. Oh, du willst einen Trip mit allem Schnapp und Schnipp und nicht schon wieder nur Berlin. Einmal um die Welt, na gut, wenn's dir gefällt, dann schlepp ich mich halt dahin. Rom, wenn's denn sein muss, das T-Shirt klebt auf meiner Haut. Rom, ja, wenn's denn sein muss, wie schnell der Kreislauf doch abbaut. Vom Petersdom ne kleine Schlange, der Ventilator wird zum Föhn. Ich glaub, mein Körper macht das nicht mehr lange, ich kann schon kleine Blitze sehen. Oh nein, ich weine nicht, hab nur Schweiß im Gesicht, der unter meinen Augenlidern quält. Hör auf zu jammern! Warum riecht das so komisch? Es war der Putzeimer. Ach, der putzt ja. Franzi, ich hab dir ein Lied geschrieben, denn mir reicht's irgendwie. Ich kann nicht mehr mit dieser Lüge leben. Ich bin gar kein frutarischer Ovolacto-Vegetarier. Es ist ermüdend, sich ständig zu verstellen. Zum Beispiel, wenn wir essen gehen und wir wollen bestellen. In meinem Kopf habe ich längst Fleisch gewählt. Du hast ungefragt die Vorteile vegetarischer Ernährung aufgezählt. Und was soll dieser Fallobstquatsch? Wenn ich nen Apfel will, dann warte ich nicht, bis er fällt. Wozu habe ich Hände? Und wenn wir zwei essen gehen, wird ab sofort anders bestellt. Ich bekomm das Lamm, liebe Franziska. Und was du bestellst, es ist mir so egal. Ich bestelle Fleisch, liebe Franziska. Du wirst kreideweiß, doch das ist mir egal. Und kauf mir bitte auch keine Mortadella aus gepressten Karotten. Wenn ich gepresste Karotten essen will, dann kaufe ich Karotten und presse die. Ich werde hier auch noch 3 weitere Tage vor deinem Haus kampieren, weil wir einfach füreinander bestimmt sind. Im Schneidersitz erwachen, die Sonne hat gut lachen. Ach, ist schon wieder Nachmittag. Grit, ich gehör an deine Seite, auch wenn du das bestreitest. Wir sind wie Butterbrot und Belag. Wir sind wie Tulpen und Ranunkel, wie Simon und Garfunkel. Gehören zusammen, auch wenn mal einer schmollt. Wir sind wie Erdbeeren und Erdbeerkuchen, kann man nicht getrennt versuchen. Und manchmal sind wir wie Efeu und Gold. Du bist der Brief und ich die Marke. Bin ich das Beet, bist du die Hake. Boah, wir sind wie eine vegetarische Bulette im Steakhouse, Mann. Ist das eine Einladung zum Essen? Grit, Janine, mir brennt etwas unter den Nägeln. Hey, schönes Mädchen, ist dein Freund daheim? Ist er ausgegangen? Ließ er dich allein?
allein im Eigenheim. Oh Janine, lass mich rein. Komm, schönes Mädchen, so wie ich ihn kenne, hat er sicher nichts dagegen, wenn ich bei dir penne. Zur Not mach ich mich klein. Oh Janine, lass mich rein. Oh, manchmal wird mir schon heiß, wenn ich deinen Namen nenne, wenn ich mich mit einem Song zu meinem Verlangen bekenne. Oh Janine, ich glaub, ich brenne. Oh Janine, ich glaub, ich brenne. Da hab ich eine dich anzündende Idee. Mein Papierhut und meine Haut. Danny, du machst Schluss, weil du findest, meine Ohren sind zu klein. Das ist dir nicht schon etwas früher aufgefallen? Zum Beispiel, bevor ich mich für dich tätowieren ließ, den ganzen Hals. Oh, ich beobachte Leute bei Penny. Such eine Freundin, die aussieht wie Jenny. Moment, das Gesicht da, das kenn ich. Das bist wirklich du schon flennig. Was heißt, ich hab zu kleine Ohren? Mit denen wurde ich geboren. Zählen für dich nicht andere Faktoren? Zum Beispiel, also ich kann sticken. Damit habe ich jetzt angefangen. La la la, Jenny, ich bin wieder da. Oh oh la la la, guck, was ich mitgebracht hab. Ein besticktes Kleid, ein besticktes Kleid. Da drauf sind wir zu zweit und haben eine schöne Zeit. Und vielleicht könntest du's ja probieren, dieses winzige Paar Ohren zu akzeptieren. Von hier oben sehen die ja noch kleiner aus. Für dich würde ich sogar über Implantate nachdenken. Ohrenimplantate? Das gibt's, Jenny. Das machen die jetzt in Kalifornien, oder? Jenny! Caro, plötzlich war da nur noch ein halber Tisch, ein halber Ofen und ein halber Balkon. So machst du Schluss? Egal, wie man's dreht oder wendet, du hast unsere Beziehung wohl beendet, Caro. Dabei liebe ich nur dich. Hast jetzt eine Motorsäge, mit der willst du alles zerlegen. Durch mein Leben und alle meine Besitztümer geht ein Riss. Ich bin da, wenn dein Tank leer ist. Ich bin da. Caro? Caro, warum trägst du einen Sack über den Kopf? Caro? Nein! Nicht die Gitarre! Kathleen, die Kartoffelchips werden doch ganz nass. Und mein Papierhut. Und der Flyer vom Radio 1 Parkfest, den ich immer bei mir habe, obwohl die Veranstalter mich nie wieder gefragt haben, ob ich das spielen will. Es war Nacht und dein Kühlschrank leer, also musste dringend etwas Kühlschrankinhalt her. Ging durch den dunklen Park bis zum Spätkauf, traf viele Menschen, die waren nicht besonders herzlich drauf. Ich beschleunige die Schritte und der Regen tropft, bekomm ne halb gefüllte China-Box mit Eiernudeln an den Kopf. Du schickst mich raus für Bier und Chips, machst jetzt nicht auf, Kathleen, ist das ein Witz? Du schickst mich raus und ich hatte Stress. Ich kann nicht glauben, dass du mich im Regen stehen lässt. Stell's bitte einfach vor die Haustür. Kathleen, du hast vergessen, den Summer zu drücken. Vor die Haustür, Junge! Kathleen! Katrin, kann es sein, dass deine Kumpels mir Drogentabletten verkauft haben? Als er sagte, er heißt Zorro, hätte ich vielleicht misstrauisch werden sollen. Zorro fand mich als junger Mann.
Zorro wartete, Zorro gewann. Zorro, der gab mir diese Pille. Da ist bunter Honig auf meiner Brille. Jetzt lass mich doch hier nicht ganz allein. So nah am Wasser, ich wickle mich in Herbstlaub ein und werde blasser. Ich will noch immer bei dir sein, nur ohne Drogen. Also machst du mit und um Zorro einen Bogen. Droge? Sag mal, hast du sie noch alle? Du hast eine Aspirin geschluckt. Und dazu ein halbes Radler. Ein brandgefährlicher halluzinogener Mix. Werd erwachsen. Katrin! Kim, wir trafen uns in deiner Boulderhalle. Du hast mir den Helm aufgesetzt und da war es um mich geschehen. Ich habe sofort ein 5-Jahres-Kletter-Abo abgeschlossen. Ich sag es, sag es, sag es, sag es, sag es, sag es, sag es laut. Tür auf, Tür auf, Tür auf, Tür auf, Tür auf, mach die Tür doch auf. Ich kletter die Fassade rauf. Machst du mir die Tür nicht auf? Hab mir sogar professionelles Bergsteiger-Equipment gekauft. Sogar einen Spitzenhammer für Eiswände. Ich schlage Haken in den Putz. Die Frau im zweiten schaut verdutzt. Hab ihren Balkon als Zwischenstopp genutzt. Hör von dir keinen Ton, doch ich find das Stockwerk schon. Bin doch dein Nummer 1 Typ. Bin doch dein Nummer 1 Typ. Nummer 1 Typ. Nummer 1, Nummer 1. Nummer 8. Nummer 8? Das heißt, ich bin in deiner Top 10. Nein, falsche Hausnummer. Das hier ist die Nummer 8. Ach so. Können Sie vielleicht... Okay. Mareile, was soll die Eile? Jetzt wart doch mal. Weißt du eigentlich, wie lange ich nach dir gesucht habe? Ich lass dich doch nicht ohne ein Lied gehen. Ein Lied, welches ich nur für dich ersann. Ich hab auf den Stadtplan geschaut. Doch dein Kiez, oh, Straßenplanung wie von einem kleinen Kind. Ich wollte dich treffen, bevor der Morgen graut. Doch dein Kiez, oh, wie ein griechisches Labyrinth. Dann hab ich dich per SMS gefragt. Doch deine Antwort dauerte einen Tag. Ich habe ganz vergessen, wo du jetzt wohnst. War das am Schnitzelparadies und dann rechts rum? Ich habe ganz vergessen, wo du jetzt wohnst. War das am Schnitzelparadies und dann rechts rum? Oder links rum? Mareile, ich kann dich da hinter dem Altkleidercontainer sehen. Sag mal, versteckst du dich etwa vor mir? Hm? Monika, hier unten! Zwischen uns liegen 29 Stockwerke. Ich bin extra schon aufs Vordach geklettert, um dir näher zu sein. Und damit du meinen Song vielleicht hörst. Wo gehen wir hin, wenn wir jetzt weitergehen? Soll ich den Weg unserer Liebe etwa als Kreis verstehen? Ich würde einfach gern wissen, wohin ich dir folge. Immer die gleichen Straßenschilder, ich mein, was soll das? Aber ach, Monika, sag mir, wo ist der Sinn, wenn ich nicht weiß, ob dich das im 29. Stock erreicht? Monika, ich brech mir einen ab und erkenne kaum, stehst du auf dem Balkon oder ist das dein alter Weihnachtsbaum? Ich zeig dir mal einen Weihnachtsbaum aus der Nähe.
mit Betonsockel! Muriel? Ich will nicht kleinlich sein, aber laut meiner Buchführung schuldest du mir 62.419,11 €. Du sagst, du hast die Kohle, aber du musst los. Sensibles Thema. Ja, weiß ich doch. Denn diese Rubbellose, deine Sucht ist groß. Ziemlich heftig, das machst du bloß. Es war ein teures Jahr, aber wenigstens hattest du deinen Spaß. Doch wenn du mich verlässt, dann sei so nett und nimm deine Schulden mit. Das ist nicht Paris, das ist nicht London, das ist nicht Berlin, also technisch schon. Vergiss Hongkong oder Tokio, also wenn du gehst, ich find dich sowieso. Ey, Atze, die wohnt hier nicht mehr. Die hat doch im Lotto gewonnen. Wie im Lotto gewonnen? Ja, was weiß ich? 40, 50 Millionchen werden das wohl gewesen sein. Muriel! Regina, ich hab dich nicht an deinem Arbeitsplatz getroffen. Man munkelt, du hast eine neue Identität, um, nun ja, mich loszuwerden. Aber Liebe, Regina, ist stärker als polizeiliche Schutzmaßnahmen. Bin ich froh, dass ich hier bin. Endlich bin ich hier. Das waren 817 Fehlversuche. Aber jetzt steh ich vor deiner Tür. Menschen sind zerbrechlich, fast wie Knäckebrot. Tritt nicht mit den Füßen drauf. Mein Herz vibriert wie Pudding auf nem Motorboot. Bitte Regina, gib das Versteckspiel auf. Was heißt denn hier neue Identität? Ich hab geheiratet, Mann. Den falschen, Regina. Den falschen! Susanne? Hier gibt's nicht mal Straßenbeleuchtung. Oder Straßen. Das kann doch nicht die richtige Adresse sein. Nach unseren Dialogen haben wir uns ausgezogen. Wie Amos Pfeil und Bogen traf mich dein Ellenbogen. Du hast mich angelogen, als du sagtest, wo du wohnst. Ich war in Herzberg und Templin, in Luckenwalde, Neuruppin, aber nicht in Friedrichshagen. Hab nach dem Weg gefragt und wurde weggejagt, doch hab nicht aufgehört, nach dir zu fragen. Susanne, verdammt, wo bist du? Susanne, ich geb keine Ruhe. Schöner Hund. Das ist kein Hund. Das ist ein Wolf. Ach, so ganz ohne Leine? Du gehst jetzt langsam. Ganz langsam.